Willkommen bei der 14. Episode vom Vitamin Berge Podcast. Ich habe mir mal wieder eine Erkältung eingefangen, daher nur ganz kurz. Die Shownotes findest du unter vitaminberge.de/014. Ich freue mich riesig, dass ich den Steve getroffen habe in einer glühweinschwangeren Umgebung oder Atmosphäre. Stimmung haben wir richtig viele Themen beredet. Hör einfach rein. Und wenn du mir Herzchen, Likes oder irgendwas schreiben möchtest, jederzeit auf Facebook, iTunes, auf meinem Blog vitaminberge.de oder wo du auch immer möchtest. Dir ein schönes neues Jahr, 2017. Viele Berge, viel Sehnsucht und wenig Erkältung. Heute sind wir mal nicht draußen, sondern haben uns nach drinnen geflüchtet, weil draußen ist es nämlich richtig kalt inzwischen und nach dem letzten Interview mit dem Carsten, wo wir auch bei, naja, so knapp über null draußen gesessen haben, habe ich gesagt, diesmal geht's rein. Wir haben auch schon Glühwein hinter uns. Wir haben uns hier in den Frühstücksraum von meinem Hotel verzogen. Ich bin hier gerade im Bad Reichenhall und als ich hier reingefahren bin, dachte ich mir, boah, ganz schön viele Bergisch-Gladbacher. Bis mir dann einfach mal wieder eingefallen ist, nee, BGL ist ja Berchtesgadener Land. So, jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon wahrscheinlich schon rauskriegen, wer bei mir zu Gast ist, beziehungsweise ihr seht es ja eben im Titel. Hallo Steve. Hallo Robert. Steve ist einer der Pioniere, beziehungsweise es war eigentlich so der erste Blog oder der Blog übers Trailrunning, der mir so in den Sinn kommt. Wann warst du da gestartet nochmal? Also angefangen zu bloggen habe ich 2009 im Januar. Genau, und ich war mit dem Ganzen, ich glaube so 2011, 2012 oder sowas habe ich angefangen. Und da warst du einer der ersten so mit deinem up-to-the-top.de, wo ich eigentlich über dieses Thema Trailrunning gestolpert bin. Es ehrt mich. So, bevor wir jetzt irgendwas anderes sagen, du heiratest bald, Glückwunsch und alles, alles Gute. Und du hast jetzt vor kurzem hast eine Geschichte gepostet, beziehungsweise halt ein Statement, dass du einen Anzug kaufen warst oder wolltest und die ganzen normalen Anzüge von der Stange nicht über deine Oberschenkel Tore gepasst haben. Zu vielen Bergen unterwegs? Also es war in der Tat der Unterschenkel, nicht der Oberschenkel. Also der Unterschenkel, die Wade. Genau. Also dieser ganze Slimfit-Trend geht komplett an mir vorbei, weil mir keine Hose passt. Wenn sie unten rum passt, dann ist sie oben viel zu weit. Und wenn sie oben rum passt, dann zwickt die Wade unten. Und es sah einfach wirklich bescheiden aus. Und deswegen gibt es jetzt eine Maßanfertigung. Also nicht zu viel in den Bergen. Also ich habe die, glaube ich, schon... Ich bin so auf die Welt gekommen mit den Waden. Nein, keine Ahnung, wo die herkamen. Also ich habe früher viel Leichtathletik gemacht, Weitsprung, Kugelstoßen, hat auch mal ein paar Kilos mehr auf den Rippen gehabt. Keine Ahnung, ob sich das irgendwann abgesetzt hat in den Waden. Festgesetzt. Fakt ist, genau, wenn sie das leisten könnten, wonach sie aussehen, dann würde ich hier, glaube ich, alles pulverisieren. Und so sind es einfach nur dicke Waden an einem ganz normalen Körper. Ich bin immer noch der Meinung, also dazu kommen wir dann später noch, dass du schon einiges pulverisierst hier in der Gegend. Aber erstmal erzähl doch kurz für die Leute, die dich nicht kennen. Also du heißt Steve auch und genau. Wer steckt dahinter? Ja, hinter Steve auch steckt Steve auch. Ich bin 33 Jahre alt, komme gebürtig nicht aus Bad Reichenhall, sondern aus dem wunderschönen Biebesheim am Rhein, Rheinkilometer 464 in Südhessen. Bin dort geboren, aufgewachsen und irgendwann vor 7 Jahren, genau, 2009 dann hier runtergezogen. Genau. Lebe in einer glücklichen Beziehung, heirate nächstes Jahr, bin Trailrunner und die Blogger. Gleiche Frau? Wie die gleiche glückliche Frau? Glückliche Beziehung und heiraten? Ja, klar, natürlich. Okay. Hallo Schatzi. Genau, bin Blogger und Trailrunner aus Leidenschaft. Ja, nebenbei muss ich noch ein bisschen arbeiten gehen. Ja, so viel dazu, ja, so ganz grob. Du kommst aus Biebesheim, aus Hesse. An deiner Sprache erkennt man es unverwechselbar. Hagebecher, genau. Öppelwei. Wie bist du denn zu diesem ganzen Ich liebe die Berge gekommen?
Also angefangen hat, glaube ich, alles 1986. Da habe ich mit meinen Eltern Urlaub gemacht hier. Jetzt kann man nachrechnen, 86, also da vor 30 Jahren. Nee. Genau, da war ich 3. Ja. Und meinen Eltern hat es damals hier gefallen. Und als kleines Kind hat man da nicht groß die Wahl, da irgendwo mitzusprechen. Gell? Dann schlägt man mit ins Auto irgendwann in den Sommerferien und wird dann 6 Stunden später hier ausgespuckt und macht dann 2 Wochen Urlaub. Es hat mir aber in der Tat wirklich so gut gefallen, dass ich auch später in der Zeit, wo man jetzt nicht mehr unbedingt mit den Eltern in den Urlaub fahren muss, wo die auch sagen, komm, dann bleib halt zu Hause, wenn du keinen Bock hast, trotzdem mitgefahren bin und dann sogar später, als ich 18 war und eigenen Führerschein und so, eigenes Auto, freiwillig hier runtergefahren bin. Also war dann irgendwo schon, ist wohl vor 30 Jahren die Leidenschaft geweckt worden, jawohl, das ist die Ecke hier, wo ich immer hin will. Wollte mich dann beruflich hier auch niederlassen, es ging dann nicht ganz, es hat nie geklappt mit der Bundeswehr und ja, ich bin bei der Bundeswehr und irgendwann 2009 ist dann eben diese Stelle hier unten aufgetaucht, dass die besetzt werden musste. Ich habe gemeint, hier, ich würde gern und war wohl unverständlicherweise der Einzige, der das wollte. Und ja, seit 2009 wohne ich dann hier unten, habe in Biebesheim alles stehen und liegen lassen und bin hier runtergezogen. Ja, und jetzt, wie gesagt, seit 7 Jahren bin ich ja kein waschechter Bayer, gell, weil das wird mir, glaube ich, erst, wenn man hier geboren ist und auch die Eltern alle hier geboren wurden. Aber fühle mich so, gell? Also ich bin mehr Bayer als mancher Münchner. Das ist nicht schlecht, schwierig, denke ich. Das ist ungefähr wie wenn du Schweizer bist und in Zürich wohnst. Wahrscheinlich, ja. Und was fasziniert dich so an dieser Gegend hier? Also ich habe es jetzt nur nachts erlebt, deswegen, also ich weiß, dass wir rings vom Berge sind, aber ich habe noch keinen gesehen. Puh, das ist eine gute Frage, was das wirklich ist, was mich fasziniert. Wahrscheinlich ist es, weil es einfach damals der erste Kontakt war. Wenn meine Eltern im Allgäu Urlaub gemacht hätten, dann wäre es vielleicht das Allgäu gewesen, was es mir irgendwo angetan hätte. So ein bisschen vergleichbar wie mit den Handys, nach dem Motto, hier einmal iPhone, immer iPhone, oder ich habe mit Samsung angefangen und will nie mehr ein anderes Handy haben. Und dann wird es natürlich auch schwer, sich dann auf irgendwas anderes einzustellen, weil der Mensch ja irgendwo so eine Art Gewohnheitstier ist. Ja, vielleicht war es das, aber wenn man einmal hier ist und dann sein Herz an die Gegend verloren hat, dann will man eigentlich auch nichts anderes mehr haben. Also ich finde es im Allgäu schön, ich finde es auch in Mittenwald, im Karwendel schön. Aber hier ist es dann doch irgendwie am schönsten. So schön, dass du, obwohl du jetzt nicht den Dialekt sprichst, obwohl du kein waschechter, jetzt kommt der Glühwein durch, ja, waschechter Bayer bist, hast du trotzdem ein Buch geschrieben. Ja. Die besten Trailrunning und Landschafts... Da kommt der Glühwein durch. Genau. Trailruns und Landschaftsläufe im Berchtesgadener Land. So heißt es, erhältlich auf Amazon. ISBN-Nummer nicht im Kopf, aber das gibt es dann in den Shownotes. Genau. Was steht da alles drin? Also ist das einfach nur eine Abfolge von Touren oder stehen auch Geschichten drin? Es stehen auch Geschichten drin. Also angefangen hat es über meinen Blog, bei dem ich ja auch immer von meinen Touren berichte und auch immer so ein bisschen die persönliche Note mit reinbringe, mit 1-2 Stories, die ich da vielleicht erlebt habe während der Tour. Und ein älteres Ehepaar aus Bad Reichenhall ist irgendwann auf meinen Blog aufmerksam geworden und dann haben wir herausgefunden, hey, die wohnen ja gar nicht so weit weg von mir. Also eigentlich waren wir ja Nachbarn, Luftlinie so 400-500 Meter entfernt. Und dann haben die mich mal eingeladen nach dem Motto, hey, komm doch mal vorbei, wir wohnen nicht weit auseinander, kommst mal auf einen Kaffee vorbei am Sonntag. Und da bin ich dann mal hochgefahren zu denen oder hochgegangen, ist ja wie gesagt nicht allzu weit. Und dann haben sie so erzählt, ja, wir sind die und die, machen das und Michael und Brigitte eben. Und wir schreiben auch Bücher, wir haben einen eigenen Verlag und haben schon Bücher geschrieben hier über Wandertouren im Wallis und haben beim Bruckmann Verlag schon einige Sachen veröffentlicht. Und ich so, hey, das ist ja cool, weil ich schreibe auch gerade an einem Buch und habe so mal so ein grobes Exposé schon mal geschrieben und im Verlag vorgelegt, aber da kommt keine Rückmeldung. Und ich würde halt gerne so einen Landschafts- oder so einen Trailrunning-Führer schreiben, eben mit der Routenbeschreibung und dann eben zu jeder Route noch so das gewisse Extra in Form von einem Erlebnisbericht, was ich damals erlebt habe, mit dazugeben. Einfach, um das so ein bisschen abzurunden, das Bild, und dann einfach nur lauf da vorne links, an der dritten Eiche rechts und dann den Berg hoch. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist ja cool, weil genau die gleiche Idee haben wir auch für unsere Touren. Also das passt ja, das ist ja wie Arsch auf Eimer quasi. Da müssten wir irgendwas draus machen. Und dann haben die gesagt, ja klar, dann machen wir das doch einfach. Gell? Und da haben wir uns dann mal zusammengesetzt und haben mal überlegt, wer könnte was schreiben. Die sind dann mehr so auf die klassischen, auf die, sag mal, Einsteigertouren, also so im Bereich von 5 bis 20 Kilometer mit einem mittleren Höhenprofil eben eingegangen. Ich habe dann die etwas längeren Touren genommen, wo auch mal so 2.500 bis 3.000 Höhenmeter dabei waren. Und so gab es dann quasi, ist dann ein Buch entstanden mit, ich glaube, 32 Touren haben wir drin. Und auf jede Tour eben so eine Geschichte vorgeschaltet und dann mit einer detaillierten Wegbeschreibung, mit Kartenmaterial.
und allem drum und dran mit GPS-Tracks zum Runterladen auf der Homepage, wo wir eben gesagt haben, okay, das sind so unsere Touren, die wir jedem, der sagt, er würde gerne mal den Einstieg zum Trailrunning suchen oder sagt, er ist begeisterter Trailrunner und würde gerne mal einen Urlaub hier im Berchtesgadener Land verbringen, ihm eben dann dieses Buch quasi an die Hand geben können und da ist dann für jeden was dabei. Und auch für den Wanderer, weil alles, was du laufen kannst, kannst du im Prinzip auch abwandern, sei es jetzt als Tagestour oder auch als Zwei- oder Dreitagestour. Genau, und so ist da die Idee entstanden. Hat gedauert, ich glaube, knapp anderthalb Jahre von der ersten Idee bis zum Druck, aber wir haben es im Eigenverlag gemacht, den Druckauftrag auch selbst abgegeben. Wir vertreiben das auch selbst, beziehungsweise dann über den Michael und die Brigitte kommen auch Amazon dann so über Großhändler und sowas rein. Ja, also man wird nicht reich, das wollten wir auch nie. Es war so die eigene, der ideelle Wert, der da zählt. Aber so, wir sind also ganz zufrieden mit dem Ergebnis, was jetzt rausgekommen ist. Und auch mit dem Feedback, was es dann gibt. Super. Und das ist wahrscheinlich durchweg positiv. Also Negatives habe ich noch keins gehört. Ich glaube, also einer hat sich mal beschwert, dass die Schrift etwas klein ist, aber irgendwo musst du da halt die Kompromisse eingehen. Wenn du sagst, du willst was haben, was irgendwo ins Reisegepäck reinpasst und auch jetzt kein Hardcover, sondern mehr so ein Softcover mit drin und alles irgendwo komprimiert, ja, und dann recht machen kannst du es nicht jedem, nee. Aber durchweg doch zu 99,9%. Also wer Urlaub im Berchtesgadener Land machen will, kauft euch das Buch. Genau, unbedingt. Oder bucht einfach einen Steve an sich, der bringt dann ein Buch mit, dann könnt ihr doppelt bezahlen, passt auch. Genau, ab 2017 wird es so sein, dass wer die Autobahnabfahrt in Pieding nimmt, muss dieses Buch vorweisen, um überhaupt von der Autobahn runterzukommen. Sehr gut. So, das ist quasi das Berchtesgadener Pickerl, unsere Maut. Und von daher, ja, kommt der gar nicht drum herum, Was ist der Klassiker hier in der Ecke? Also ich ahne es fast schon, aber... Zum Essen jetzt, Karpfspatzen. Na. Die werde ich mir dann später noch zuziehen. Auf jeden Fall. Nee, natürlich Trailrunning. Also die Strecke, der Klassiker, wo du sagst, das ist die Runde, die man gemacht haben muss, wenn man hier ist. Also wenn man die Zeit hat, auf jeden Fall die Königsjungfernrundung. Wunderbar. Klar. Stichwort. Erzähl, was ist das Besondere am Königssee bzw. an der Runde und wo sind die Schwierigkeiten? Na, die Schwierigkeiten, das kommt ganz darauf an, du hast verschiedene Möglichkeiten, wie du den See quasi umrundest. Du kannst unten auf diesen alten, verfallenen Uferwegen, die es offiziell gar nicht gibt, die auch keiner kennt und die man auch überhaupt nicht laufen sollte, kannst du entlang laufen. Die sind, wie gesagt, sehr verfallen, da hält auch keiner irgendwo das Auge drauf, dass die da in Stand gehalten werden. Eben halt die Jäger, die in der Gegend unterwegs sind. Das heißt, der wächst dann immer über den Winter oder über das Frühjahr ziemlich stark zu und im Sommer ist er dann teilweise so verwuchert, dass man den Weg nicht findet. Wenn du im Frühjahr läufst und er ist noch nicht so ganz verwuchert, dann hast du Milliarden von Zecken. Ja, das ist eine schöne Sache, wenn du sagst, okay, du willst dem Schnee oben aus dem Weg gehen und willst eben unten am Ufer direkt entlang laufen und den See relativ früh im Jahr umrunden. Aber jetzt landschaftlich oder so vom Lauferlebnis, finde ich, gibt es ja nicht so viel. Also musst du dann ein bisschen weiter oben raus, das heißt, du erweiterst die Runde so um 20 Kilometer und packst dann nochmal so knapp 1500 Höhenmeter drauf. Aber es darf dann halt so ein richtig geiles Erlebnis. Einmal rund um den Königssee, der sauberste See Deutschlands, der tiefste See Deutschlands, Trinkwasserqualität, ist aber im Berchtesgadener Land wurscht, weil wir trinken eh nur Schnaps und Bier und kein Wasser. Und dann hat man, glaube ich, auf der klassischen Route, wie sie damals der Stefan Tassani mit dem Grippmaster zusammen gemacht hat, die haben die ja quasi erstmal so, ich sag mal, salonfähig gemacht, die Runde, kommst du auf, glaube ich, 35 Kilometer und 2800 Höhenmeter. Und hast du das schwierigste Stück am Ende, wenn du dann von St. Bartholomä über den Steig hoch musst, quasi den letzten Anstieg. Da gibt es so ein paar Kletterstellen, die aber mit Trittleitern und mit Stahlseilen und Trittstiften entschärft sind. Aber das ist so das knackigste Stück. Aber ansonsten landschaftlich, also jeder, der irgendwie die Zeit hat, kann es nur ans Herzen legen, diese Runde mal zu laufen, weil das ist schon pornös. Ja? Und wenn du sagst, okay, du hast es drauf, du bist fit, 30 Kilometer läufst du locker, dann kannst du auch nochmal draufpacken und kannst die Runde ausweiten, glaube ich, ja, bei knapp 20. Nee, um 20 Kilometer bist du so bei 50, also hast einen guten Ultra mit 3.800 Höhenmeter und machst dann quasi die Runde einmal ganz oben rum, wo die Wanderer normalerweise so 3 bis 4 Tage unterwegs sind, wenn die das klassisch angehen. Am besten dann schon früh morgens zum Sonnenaufgang auf dem ersten Gipfel und dann durch das Steinbockgebiet, den schönsten Downhill dann hinten runter, also da geht schon was, hat Potenzial. Wie ist es mit den Touristen? Also wird es nicht überlaufen dort? Also nee, gar nicht. Also das ist die Ecke... Die Ecke, wo sich der erste Teil der Umrundung quasi durchzieht, im Hagengebirge hinten, im Bereich der Briesbergalm und dann Seeleinsee, da ist zwar schon einiges unterwegs an Touristen, aber es sind also alles Tageswanderer. Also normalerweise, wenn du dann als Läufer dort unterwegs bist, dann überholst du alle relativ früh am Anfang und bist dann auf dem mittleren Stück komplett alleine. Okay.
Beziehungsweise sind die meisten Leute dann oder verteilt sich das so gut auf dem Weg, dass du eigentlich nicht das Gefühl hast, dass es irgendwie groß überlaufen ist. Du kommst dann zwar hinten, wenn du dann am Königssee dann in den Downhill reingehst, in den ersten, zum Obersee runter, quasi zur hinteren Anlegestelle, wo die ganzen Boote anlegen. Da machst du dann mit einem Schlag, stehst du dann quasi mitten in Little Chinatown und bist hier vom Blitzlichtgewitter umringt. Kommst dann aber schnell wieder auf so einen einsamen Abschnitt, wo du dann quasi über so einen alten Viehtrieb steigst, dann an so einer steilen Wand unten entlang läufst. Da hast du dann wieder deine Ruhe, bevor du dann nach St. Bartholomä an diese berühmte Wallfahrtskirche da vor der Watzmann-Ostwand kommst. Da geht dann das Blitzlichtgewitter von vorne los. Ja. Und dann geht es auf den letzten Anstieg und da bist du dann wieder, ja, größtenteils alleine, je nachdem, wie das Wetter gerade ist. Also es wechselt sich ab quasi von totaler Einsamkeit hin zum absoluten Touristenmagneten. Stichwort Magnet als Überleitung. Dich zieht noch ein anderer Berg hier in der Region an, beziehungsweise eigentlich, ich würde mal sagen, der Hausberg von Bad Reichenhall, oder? Ach. Wenn man jetzt mal nicht sagen, dass es der Predigtstuhl ist, sondern das daneben. Wenn du auf den Dötzenkopf abspielst, ja, dann ist das ja vielleicht der meistbegangenste Berg, oder? Ja, wenn man es auf das ganze Jahr betrachtet, schon, weil du auch im Winter hoch kannst, aber der eigentliche Hausberg, würde ich sagen, ist fast schon der Hochstaufen, also gegenüber vom Predigtstuhl, diese markante Felswand, die sich da hochschiebt. Aber der Dötzenkopf, ja, mit den Besteigungen aufs ganze Jahr betrachtet, ist er sicherlich der am meisten begangen wird, denke ich mal. Vor zwei Jahren... vor zwei Jahren fing das so ein bisschen an mit diesen Sky Races, wo sich quasi die verschiedensten Leute regional, aber dann auch irgendwie lustigerweise überregional gebettelt haben. Wer schafft die meisten Auf- und Abstiege, wer schafft den schnellsten Uphill, wer den schnellsten Downhill. Da sind Zeiten gelaufen worden, wo ich sage nur irre. Du bist einer von den Irren. Weil du hast das Ding, ich glaube, 14 Mal oder 18 Mal? 15. 15 Mal, 15. Ja, fast. 15 Mal hoch und wieder runter. Das sind insgesamt wie viel? 15 Mal sind 15 Mal. Ja. Höhenmeter nee. Und... Also was waren es denn? Ich glaube, Kilometer waren es knapp 50 ungefähr. Oder 1,8 sind es hoch. Das heißt, hoch und runter sind es 3,6 mal 15. 3,6 mal 15 sind es 50. Ja, kommt hin, oder? Ja. Kann man auch ausrechnen. Genau, 3,6 mal 15. Und Höhenmeter waren wir bei 6,7 oder 6,8. Also 440, glaube ich, sind es einfach. Und dann, ja, 6,7, 6,8, sowas Pi mal Daumen. Warum? Warum? Ja, also angefangen hat das Ganze damals mit dem Gripmaster und dem Philipp. Also wieder der Gripmaster, der ist also verantwortlich für so viel. Wir das Zeug, was ich hier in meinem Kopf abfällt. Genau. Genau, Stefan Repke, gridmastertrails.com, die gibt es auch noch, die Domain, glaube ich, ja, die ja. Gibt es noch. Und ja, die haben angefangen und haben so eine Fotostory aus der Dötzenkopfbesteigung gemacht. Das hing, glaube ich, damit zusammen, dass auch die Etappe der Four Trails, die 2015 ja hier ausgetragen worden sind, die erste über den Dötzenkopf hätte gehen sollen, wenn dann das Wetter mitgespielt hätte. Und dann einfach, um diese Gegend so ein bisschen ins Gespräch zu bringen. Also haben die da so eine coole Fotostory draus gemacht mit Jäger und Superman und Batman-Kostümen und sowas. Verrückt und abgedreht, wie die Typen eben sind. Und dann irgendwann kam die Idee, okay, wir machen da dieses Dirty Sky Race draus. Und da gab es dann eben die verschiedenen Kategorien. Wer schafft es am schnellsten unten vom Parkplatz hoch auf den Gipfel? Wer schafft es am schnellsten vom Gipfel wieder runter zum Parkplatz? Wer hat die coolste Idee für die Gipfelbesteigung überhaupt, das lustigste Kostüm oder so und eben, wer schafft die meisten Besteigungen am Stück. Und das hat eigentlich ganz harmlos angefangen, also mit den Besteigungen, mit der Geschwindigkeit, wo du sagst, ja okay, das sind jetzt normale Aufstiegs- und Abstiegszeiten, die sind dann schnell in exorbitante Richtungen eben explodiert, würde ich fast schon sagen, gell? Also ich glaube unter 17 Minuten für den Aufstieg, also für 440 Höhenmeter. Und im Downhill war es am Schluss, glaube ich, der Lukas Sörgel, der mit 8 Minuten oder knapp über 7 Minuten da auf der Wingsuit. Strecke... Wingsuit. Genau, so Wingsuit-mäßig. Und wenn man die Strecke mal sieht, in die man gelaufen ist, also das war im Frühjahr oder im Sommer, also ohne Schneeauflage, wo du dann teilweise so meterhohe Stufen drin hast, das war schon spektakulär, wo du dich fragst, keine Ahnung, wie ein Mensch überhaupt so schnell da runterlaufen kann. Andererseits, er wiegt nichts, also wahrscheinlich ist er doch geflogen. Wahrscheinlich, ja. Das hat nur keiner gesehen. Und dann kam eben dann die Sache mit den meisten Aufstiegen und es hat, wie gesagt, ganz harmlos angefangen mit 2 am Stück, 3 am Stück, 5 am Stück.
Und dann irgendwann kam der Krippi, ich glaube dienstags, und hat gesagt, ja okay, ich glaube, da ist 8-mal am Stück hoch. Gell? Und ich war dann unten im Bad Reichenhall laufen und habe schon die ganze Zeit die Stirnlampe gesehen, wie sie am Götzenkopf hoch und runter machte. Ich dachte mir so, warte nur, Junge, am Wochenende, da schnappe ich mir dein Ding. Und dann hat er eben abends dann gepostet im Facebook, da gab es auch die Facebook-Gruppe, die gibt es übrigens immer noch, aber ein bisschen inaktiv momentan. Nach dem Motto, hier 8-mal am Gipfel und so weiter. Und ich so, okay, du Hund. Der Ruhm währt nicht lange. Gell? Das war, wie gesagt, am Dienstagabend. Und ich habe mir gedacht, okay, das war sowieso geplant dann für Samstag, dass ich zum Lötzenkopf fahre. Dann machst du halt 9. Oder wenn es gut läuft, machst du 10. Alles gut, bis dann irgendwann donnerstags abends der Andreas Ropin, der kommt aus der Steiermark, glaube ich, der John J. Rambo aus Österreich, ein Bild gepostet hat, dass er am Lötzenkopf unterwegs ist. Und hat schon, oh, okay, das ist auch so ein verrückter Typ. Mal gucken, was dabei rumkommt. Und der blieb dann eben am Schluss bei 14 stehen. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße. Ja, also Grippi 8, okay, dann machst du 9 oder 10. Aber jetzt kommt der verrückte Österreicher und rennt da 14 mal hoch. Gell? Und schon war der Plan, okay, du machst mit 8, du machst mit 10 Dingern, holst du das Ding wieder zurück, war dann quasi hinfällig. Gell? Also war klar, okay, es müssen 15 her. Ja, und dann habe ich mein Zeug gepackt, Verpflegungsstation so im Auto, im Kofferraum hinten deponiert. Das ist ja der Vorteil, du kommst immer wieder runter zum Auto nach jeder Runde und kannst dann Klamotten wechseln, den Akku wechseln von der Stirnlampe, kannst was essen, was trinken. Ja, bin dann eben morgens um 6 Uhr, glaube ich, an den Parkplatz gefahren, Auto abgestellt und dann angefangen. Und irgendwann, knapp 13 Stunden später, hatte ich das Ding wieder in Deutschland. Und es hat dann vergleichsweise lang gehalten, ich glaube 6 oder 8 Wochen. Dann kam der Andi Wiesinger, die wallende blonde Mähne aus Österreich. Der Junge mit den Steinböcken. Genau, der Junge mit den Steinböcken und hat dann auf 16 erhöht. Und der stand dann verdammt lang. Der stand der Rekord bis letztes Jahr im Frühjahr. Und dann kam der Martin Neumann, die Gams aus München. Ja. Und der hat dann auf 17 erhöht. Ja, und da stehen wir jetzt. Seit Anfang des Jahres oder seit Frühjahr 2016 stehen wir bei 17. Also wer von euch Hörern Interesse hat, kann gerne nach Bad Reichenhall kommen. 17 sind zu schlagen. Genau, es geht los am Wanderparkplatz im Bayerisch Gemein. Unten am Dötzenkopf, da ist so ein Viehrost, so ein dicker. Da müsste auch irgendwo noch so ein Dötzi Skyrace Aufkleber hängen. Und von dort geht es dann hoch zum Gipfel. Und das wird wahrscheinlich via Strava gemessen, oder? Strava, Movescount, wie auch immer. Dann hochladen und dann das unglaubliche Dötzi Skyrace. So ist die Gruppe auf Facebook. Wie gesagt, ein bisschen mehr Aktivität, gerade jetzt im Winter. Geht sowieso, gell? Weil der ist immer gespurt, keine Lawinengefahr. Du kannst das Ding Tag und Nacht laufen und wenn da 10 Meter Schnee liegen. Dann muss ich mal gucken, ob ich es vor der Arbeit morgen vielleicht noch hinkriege. Unbedingt. Wintertrainingslager. Ah, für mein DH, genau. Genau. Was treibt dich aber an, 15 Mal dort hochzugehen? Jetzt mal davon abgesehen, dass man eventuell den Rekord von einem Österreicher zurück nach Deutschland holen will. Ja, das war's. Das langt ja. Okay, gut. Nein, keine Ahnung. Ich mag so verrückte Dinge eigentlich. Gell? Also ich brauche jetzt nicht. Ich finde Events und Wettkämpfe geil, aber ich finde auch so private Sachen, wo du sagst, okay, mein eigenes Projekt, ich mache irgendwas. Also angefangen hat ja das ganze Trailrunning-Ding bei mir irgendwann. Da wusste ich noch gar nicht, dass es Trailrunning gibt oder dass ich irgendwie mal Trailrunner werde. Und da bin ich von hier zum Königssee gelaufen und bin einmal um den Königssee rum und dann wieder zurück. Also gewandert, noch mit einem Rucksack und mit Wanderstecken. Das waren auch 90 Kilometer. Und wo auch jeder sagt, bist du bekloppt, du läufst 20 Kilometer auf Asphalt von hier an den Königssee, läufst einmal drumherum und wieder zurück. Ja. Du spinnst. Und sagst, ja, ich wollte es halt mal machen. Ja. Und so war es beim Dötzenkopf eben auch. Die Challenge war da. Und okay, das Ding ist da. Challenge accepted. Los geht's. Cool. Also ein bisschen durch und so 1-2 Windungen im Hirn sind da schon immer an der richtigen Stelle. Das stimmt schon, sonst wird man sowas nicht machen, glaube ich. Aber das ist ja bei jedem, der den Sport irgendwo anders halt ausgeprägt bei jedem. Genau. So wie du, wenn du hier unterwegs bist mit einem Rucksack oder mit einem Koffer mit Sportklamotten ohne Ende anreist, gell? Wo du wie jeden Tag mindestens 2-mal laufen gehen kannst, könnte, ohne ein verschwitztes. Genau. Das macht ja auch keiner, wenn er auf Dienstreise irgendwo unterwegs ist. Nee. Ja? Nee. Aber irgendwo, ja, sind wir halt ein bisschen verrückt. Genau. Und ein bisschen mehr. Szenenwechsel. Du warst jetzt dieses Jahr dritte Mal? Ja. In Squamish. In Kanada. Da ist ein ja doch relativ populäres beziehungsweise bekanntes Rennen. Squamish 50 Miles. Mhm. Und dieses Jahr war dann noch zusätzlich beim The Rut in den Staaten.
mit Rupi, der hier auch aus der Gegend kommt, und dem verrückten Herrn Geibert, alias Trailtourist, so eure Dreierklicke. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Also das ist ja doch, ich denke mal, ein anderes Gebirge bzw. andere Berge, als wie man es hier kennt, oder? Ja, also der Rupi kommt aus Österreich, aus Oberösterreich, nicht hier aus der Gegend. Gell? Also es ist in der Nähe, aber ich glaube, wenn man dem Österreicher sagt, dass er hier aus der... Rupi. Der hört das eh nicht. Rupi, ach so, stimmt. Wir sind hier unter uns. Zensiert in Österreich. Okay. Wir sind hier unter uns. Glück gehabt. Wie kamen wir auf die Idee? Ja, lass mal kurz überlegen. Ganz lustige Sache eigentlich. Angefangen hat es, oft habe ich eigentlich schon angefangen, hat es gesagt heute. Angefangen, long, long time ago. Nee, es war 2012, dass ich mir das alles merken kann. Und da steckte ich gerade so, das war Dezember, und ich steckte in den Planungen für meine Laufsaison 2013. Und ich suchte noch irgendwas für den Sommer, weil es war klar, ich hatte irgendwann Mitte des Jahres im August Urlaub, 3 Wochen. Die waren festgeschrieben, die musste ich nehmen. Und genau für das Zeitfenster habe ich was gesucht. Irgendwie, keine Ahnung, wegfahren, Nummer anheften, in der Gegend rumrennen, wieder zurückfahren. Und als es so in den Planungen steckte, auf einmal kam auf Twitter die Nachricht, dass mir der Account von Squamish 50 folgt. Und ich dachte so, was ist denn das, Squamish 50? Und klickte das an und sehe, hey, cool, das ist ja ein Rennen in Amerika. Cool, Kanada, ja. Klingt gut, wann ist das denn? Hey, im August. Wann ist es denn genau? Hey, da habe ich ja Urlaub. Passt. Habe ich mich angemeldet. Zack. War das schon mal klar, okay, du läufst im August in Squamish. Und habe ich schon, okay, dann fliegst du darüber und tust Dinge. Dann habe ich das dem Tobi erzählt. Und er sagte, oh, das ist ja ganz cool, da komme ich mit. Sag ich, du bist jetzt ja nicht so der Mega-Läufer. Da war er auch nur in den Anfangs, in den Kinderschuhen quasi. Er sagte, ja, da komme ich mit und feuer dich an und da fahren wir zusammen in der Gegend rum und so und gehen ein bisschen wandern. Sag ich, ja, wunderbar, dann komm mit. Dann sind wir da zusammen rübergeflogen, haben im Hotel eingecheckt und dann schrieb er auf einmal abends, hat er gesagt, oh du, übrigens, am Sonntag laufe ich die 23 Kilometer. Geil. Dann hat er sich quasi angemeldet dort, ganz spontan für die 23 Kilometer und da bin ich dann eben die 50 Meilen gelaufen, ohne eher die 23 Kilometer. Und die Ecke dort ist halt einfach geil. Also Squamish selbst nennt sich ja das Outdoor Recreational Capital, also die Outdoor Erholungshauptstadt von Kanada. Okay. Und genauso ist es auch dort. Also von Vancouver aus eine Stunde Autofahrt, bist also eben noch in der Millionenmetropole und dann auf einmal bist du so ein bisschen im, ja nicht im Niemalsland, aber mitten in den Bergen. Geht auch von der Küste, von dieser Pacific Bay, also den Ausläufern quasi vom Pazifik da in den ganzen Flussmeandern, Flussärmen, geht es dann direkt hoch in die Berge. Das Squamish 50 selbst geht auf maximal 800 hoch oder so. Aber sehr technisches Terrain und auch viele technische Abschnitte mit Wurzeln und Steinen und hier mal ein bisschen Granitfels und sowas. Und einfach dieses Feeling da drüben, diese Community in Amerika oder auch in Kanada dann oben, die ist halt schon was ganz Besonderes. Wenn du da hinkommst, das musst du einfach mal erlebt haben. Die Leute sind so locker drauf und ich bin eh kein Fan von großer Pflichtausrüstung. Und denen ist das alles wurscht. Gell? Die sagen, hey, wir starten um 6. Wäre cool, wenn du eine Stirnlampe dabei hast, weil das könnte ein bisschen wurzlig werden am Anfang. Und ansonsten brauchst du nichts. Und dann stehst du da morgens an dem Parkplatz, 5 Uhr. Dann kommen die Autos vorgefahren, die Leute steigen aus, trocknen so zum Start. Stehen dann so in dem Bogen drin. Dann kommt der Race Director, das ist der Gary Robbins. Das ist ein Salomon-Läufer aus Kanada. Und sagt, hey, hallo, wie geht's euch? Und übrigens, wir machen dann jetzt mal das Race Briefing, so in 10 Minuten. Schaut doch, dass er hier irgendwo in der Nähe steht und beschwört. So, und 10 Minuten später, die Hälfte ist auf dem Klo, die andere Hälfte steht irgendwo in dem Startbogen. Gell? Und dann fängt er an, so, jetzt machen wir hier Race Briefing. Dann erzählt er 10 Minuten was zur Strecke. Sagt, alles ist markiert, alles rosa Fähnchen, rote Pfeile auf dem Boden. Ach, und übrigens, 10, 9, 8, Countdown runterzählen und dann geht's los. Und dann läufst du da los und kommst an die Verpflegungsstation. Die Leute, die Helfer, die reißen dir echt das Zeug aus der Hand und sagen, hey, was brauchst du, Wasser und yes, you're looking great, looking strong, you're so good. Oder du überholst jemanden und er sagt, oh, keep going, you're looking strong. Und sowas erlebst du hier bei uns nicht. Also fahren die Leute eher noch den Ellbogen aus, wenn du so probierst zu überholen. Überspitzt gesagt, gell? Nach dem Motto, was will denn der jetzt von mir? Wieder einen Platz verloren und dort wirst du angefeuert, wenn du jemanden überholst. Gell? Und wie gesagt, dieses Miteinander auch in den Verpflegungsstationen, einfach der Burner. Und Gary selbst wartet dann im Ziel auf jeden Läufer und gibt ihm dann hier High Five und Free Hugs for Everybody und so. Das ist schon eine coole Sache. Du hast zwar nicht die Mega-Stimmung, jetzt dass da 1000 Leute irgendwo im Zielbereich auf den ersten warten, aber die hocken dann da, die Leute, dann gibt es ein Barbecue, dann isst du was, trinkst was, empfängst die Läufer, die reinkommen, zwischendrin mal kurz so ein bisschen Siegerehrung. Damit wieder weiter gegessen und getrunken.
Also wer die Möglichkeit hat, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, einmal so ein Rennen da drüben mitzumachen. Das ist schon was Besonderes. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, Squamish 50 Miles. Klar, also ich sage immer, ich wäre nie dreimal nach Kanada geflogen, wenn es da drüben scheiße wäre, gell? Da ist was dran. Trotzdem hast du jetzt vor kurzem erst, da gab es auch eine Interviewfolge mit dem Florian Schütz, wo ich das auch angesprochen habe. Den Tag, bevor ich das mit ihm aufgenommen hatte, hast du einen Artikel oder Beitrag online gestellt zum Thema Leidenschaft und Trailrunning, Wettkämpfe und so weiter. Da war sehr offen. Ich fand ihn super, weil es eigentlich so meine Meinung auch widerspiegelt und der ist gut geteilt und kommentiert und kontrovers diskutiert worden, glaube ich. Ja. Erzähl mal kurz was darüber, worum geht es da und wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du so ein, ja, so ein Textmanifest zum Thema Leidenschaft und ja, Trailrunning geschrieben hast? Also durch den Kopf ging mir das schon längere Zeit. Ich glaube schon seit über einem Jahr, wo ich sage, okay, warum machst du das? Warum machen das andere Leute? Klar, bei mir ist es die Leidenschaft. Ich sage, ich würde es nie machen, wenn ich keinen Bock drauf hätte. Ich verdiene kein Geld damit. Ich muss davon nicht leben. Es bringt mir jetzt außerdem Spaß an der Freude und der Bewegung nicht wirklich viel. Gut, ich kann mehr essen, wenn ich mehr laufe. Aber ansonsten ziehe ich da jetzt keinen irgendwie messbaren Nutzen draus. Und deswegen ist für mich eigentlich schon immer klar, okay, ich mache das, weil ich Bock drauf habe und versuche auch irgendwie dann diese Lust, die ich habe und diese Begeisterung, die ich da aufbringen kann, an die anderen eben weiterzugeben. Mit meinem Blog, mit meinen Beiträgen, mit E-Mails, die ich mit den Leuten schreibe, wenn sie mich fragen, hier, wie siehst du das und das und so weiter. Und der Flo hat mich dann auch lustigerweise, ich glaube, wann kam der? Im September kam, oder im Oktober, glaube ich, kam dein Podcast raus zu dem Thema. Und Anfang Oktober oder Ende September, es war auf jeden Fall schon nach unserem Trip in die Staaten rüber, hat der Flo mich angeschrieben und hat genau in diesen Punkt eben, in diese Wunde reingedrückt. Und ich so, hey cool, genau die Gedanken habe ich mir auch gemacht. Und jetzt, wo du das bringst, Flo, mit deinen Argumenten, das wäre eigentlich mal ein Blogbeitrag wert. Und dann hat es, glaube ich, von dieser E-Mail-Konversation bis zu dem Beitrag auch nochmal 3 oder 4 Wochen gedauert, bis ich da die Gedanken geordnet habe. Ich habe da lang dran geschrieben und auch dann in die Cloud reingeschoben, auf der Arbeit, Idee gehabt, aufgemacht, reingeschrieben. Weil ich denke, dass man das durchaus merkt, dass viele Leute in letzter Zeit oder die Szene sich allgemein ändert und auch der ganze Sport scheint sich so ein bisschen zu ändern. Immer wieder kommt diese Diskussion, brauchen wir einen Verein, brauchen wir keinen Verein, brauchen wir irgendwelche nationalen, internationalen Interessenvertretungen, brauchen wir Regularien, soll Trailrunning olympisch werden, irgendwo angliedern an die Leichtathletik und so weiter und so fort. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass der Ursprungsgedanke von dem Trailrunning, also wir laufen hier frei in der Natur rum, einfach nur so, um den Spirit zu fühlen, und machen das ja alles nur aus Leidenschaft. Und eigentlich sind ja die Trailrunner alles nur so verkappte Straßenläufer, die auf der Straße nichts bringen und deswegen Trail laufen, weil da gibt es ja quasi, es ist schwer, das zu messen, nach dem Motto hier, wenn der bei dem Trail so und so schnell war, dann muss er bei dem so und so schnell sein. Deswegen gehen die da hin, weil sie einfach sagen, okay, die Zeit ist mir egal, oder sie können die Zeit sowieso nicht halten, die sie gerne laufen würden. Eben so ein bisschen abseits oder weg von diesen starren Strukturen, das war immer das, was Trailrunning quasi für mich ausgemacht hat. Und irgendwie war dann so die letzte Zeit das Gefühl, dass man sagt, okay, die Leute wollen mehr so diese Strukturen haben, die drängen mehr so da rein und es muss irgendwie, man hangelt sich von einem Event zum nächsten und überhaupt musst du den UTMB laufen, um überhaupt was reißen zu können. Und wenn ein Event mir keine UTMB-Punkte bringt, dann laufe ich da nicht. Und ja, da war das einfach so dieser Druck oder dieser Ärger, der sich da irgendwie aufgebaut hat. Und da musste ich einfach mal das Ventil drücken und dann hat sich das eben in dem Beitrag entladen, der auch wirklich, also ich denke mal, relativ gut angekommen ist oder bei der Masse gut angekommen ist. Klar gibt es auch immer Gegenstimmen, die habe ich auch gerne aufgenommen und auch die ein oder anderen Punkte nochmal aufgegriffen in so einem Nachklapp dann. Aber so ist er schon gut eingeschlagen, hat, glaube ich, auch den Nerv von den meisten Leuten getroffen. Ja. Und jetzt mal gucken, wie gesagt, ich sage immer, ich werde in einem Jahr nochmal rausgraben oder in 2 Jahren und mal gucken, ob das, was ich damals so gedacht habe, dass es eintrifft, ob das so eingetroffen ist und mir den dann selbst nochmal vor Augen halten. Weil klar, als Blogger bist du auch irgendwo dann der diesen Hype mit antreibt und dann musst du immer den Spiegel logischerweise auch vor das eigene Gesicht halten und reingucken. Aber ich denke schon, wie gesagt, dass irgendwo eine Veränderung deutlich spürbar ist die letzten Jahre, wenn man es vergleicht mit 2011, 2012, als man angefangen hat.
Ich denke halt, man versucht das irgendwie ein bisschen zu professionalisieren. Die Leute, die da aber drin sind, die wollen sich gar nicht professionalisieren lassen, beziehungsweise die fühlen sich da so ein bisschen auf den Schlips getreten. Und diese zwei Welten prallen dann so ein bisschen extrem aufeinander und dann entstehen halt viele Sachen, die nicht so schön sind. Also auch nennt man das Zwistigkeiten, Streitereien, die völlig unnötig sind in meinen Augen. Ja, und es ist halt, wie gesagt, das ist auch in Amerika, in Kanada drüben so cool, die kennen das alle irgendwie gar nicht. Ich habe mich da auch lange mit dem Gary unterhalten, also wir haben auch privat immer so ein bisschen Kontakt, und er sagt, er kann das überhaupt nicht verstehen, dass es bei uns in Deutschland und in Europa nicht so viele geile Trailrennen gibt. Und er hat sich selbst auch schon mit anderen Sportlern unterhalten, nach dem Motto, hey, mach doch auch sowas wie ich und mach so eine Rennserie oder irgendwas. Und wo er sagt, nee, die wollen das alle nicht oder sie können das auch nicht, weil die Auflagen viel zu groß sind. Gell? Du musst dir da Gedanken machen um dies und das. Und da drüben ist halt alles irgendwie so frei, gell? Nach dem Motto, hey, wir machen jetzt hier ein Trailrennen, hier, zack, zack, ein, zwei Nummern, unterschreiben, müsst ihr nichts. Nö, kommt einfach zu dem und dem Tag, der in der Uhrzeit, an den und den Ort und dann laufen wir einfach mal eine Runde. Was ich da empfehlen kann, also tatsächlich empfehlen kann, ist, geht nach Italien. Weil dort sind die Trailrennen wirklich noch sehr, sehr ursprünglich, sehr irgendwie anders. Also ich habe es am Lago di Orta gemerkt, es war irgendwie ein anderes Feeling. Also, und die Strecke, die haben sie halt einfach irgendwo in den Wald reingefräst zum Teil. Es war sensationell und es war anders als in Deutschland, wo dann halt leider doch viele Rennen, die als Trail ausgeschrieben sind, doch eher auf Frustwegen stattfinden. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich denke, es geht anders. Genau, es geht anders und teilweise weckt man dann auch mit seiner Ausschreibung vielleicht so falsche Hoffnungen bei manchen Leuten. Oder wenn man irgendwas als Trail deklariert, was dann gar kein Trail ist, einfach nur quasi, dass dieses Wort Trail irgendwo mit drin ist, gell? Oder Ultra, Mega, keine Ahnung was. Und dabei ist es gar nicht so. Super, duper genau. Trail. Weil es zieht schon, also die Industrie erkennt das ja und auch die Veranstalter erkennen das, wo es drauf ankommt, was die Leute lockt. Und teilweise habe ich das Gefühl, nutzt man das dann auch so ein bisschen aus. Den Run von den Leuten. Wo trifft man dich denn nächstes Jahr? Bei welchen Rennen? Hast du da schon irgendwas im Hinterkopf, wo du sagst, jo, das mache ich auf jeden Fall? Also momentan ist alles fokussiert auf die Auslosung Western States am Samstag. Also quasi, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann weiß ich schon wahrscheinlich, was Sache ist. Hundertprozentig. Und wenn es mit Western States klappt, ich habe jetzt ein Los im Lostopf, also eine Chance von... Vor kurzem haben sie das veröffentlicht, die Raten von 2%, glaube ich, dass ich gezogen werde. Also immer noch wahrscheinlicher als Lotto spielen. Dann werde ich nur oder mich voll und ganz auf Western States fokussieren. Das sind dann die 100 Meilen. 100 Meilen, genau. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber ja, ich habe die Möglichkeit genutzt, meinen Namen einfach mal reinzuschmeißen in den Lostopf und gucken, was passiert. Es ist natürlich auch eines dieser legendären Rennen. Die 100 Meilen, was eigentlich früher, ich glaube, es waren die ein Pferderennen. Das war ein Pferderennen ganz genau. Früher, genau, so also, hat es angefangen. Da werde ich auch irgendwann, also wenn du dorthin warst, dann sehen wir uns hundertprozentig nochmal, weil dann musst du mir nämlich alles darüber erzählen. Also sammle Geschichte. Genau, und wenn das nicht klappen sollte mit Western States, dann brauche ich Plan B und der steht noch gar nicht. Problem ist ja, dass viele Rennen jetzt gerade schon geschlossen sind, was die Anmeldung angeht, weil sie einfach schon so schnell ausgebucht waren. Da habe ich mir vielleicht ein, zwei Fenster schon zugemacht, wenn es nicht klappen sollte. Aber ja, momentan gehe ich davon aus, es klappt. Die 2% zünden. Natürlich. Ja. Und ansonsten UTLW gibt es nächstes Jahr ja keinen. Ansonsten wäre auch wieder auf jeden Fall auf der Liste gestanden. So dann für 2018. Da sieht man sich ja wieder im Bayerischen Wald. Hoffe ich doch, weil das ist dann meine Geburtstagsfeier. Ja, dann hervorragend. Also Aftershow-Party geht auf den Robert 2018. Schauen wir mal. Und... Ja, die Bilder, die vom Gardasee dieses Jahr so gepostet wurden, da war der Tobi ja auch dort gewesen, die waren wo schon ziemlich genial, die Mona Sky Race. Großglockner, denke ich mal, wäre vielleicht eine Option, die 120, Chiemgauer 100, die 100 Kilometer. Was ja hier um die Ecke genau, ist. Genau, das ist ja hier um die Ecke. Wäre, denke ich mal, auch mal eine Reise wert, vor allem eine kurze Reise. Ja, das sind so die Dinge, die mir gerade so im Kopf rumschweben. Wunderbar. Wir sind hier im Nachbarraum. Drüben ist heute irgendeine Vereinssitzung. Ich vermute mal Schützenverein, Schachverein, Skat oder was auch immer, Gesamtsverein, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es schwer nach Weihnachtsfeier oder sowas aus, weil vor uns hatten sie dann einen riesen Baum versucht hinzustellen. Und bevor wir haben übrigens Blumen hier. Ja, genau. Bevor es jetzt gleich da drüben laut wird,
würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen, die jeder bei mir gestellt bekommt. Kurze Frage, bei der Antwort darfst du dir gerne Zeit lassen. Erstens, Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Also wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich ja beides nehmen, gell? Nach dem Motto, bisschen Urlaub am Meer und dann, wenn du keinen Bock mehr hast, packst du dein Badetuch ein und rennst auf irgendeinen Berg hoch, so La Palma, Madeira, Malotze, ja, sowas. Wenn ich mich aber zwangsläufig zwischen einem von beiden entscheiden müsste, was du wahrscheinlich willst, dass ich das jetzt zumindest mache, der Favorit, dann würde ich sagen, sind wir ja hier nicht bei Vitamin Wasser oder Vitamin Meer, sondern bei Vitamin Berge, gell? Und deswegen Berge. Okay, der Podcast kann ausgestrahlt werden. Übrigens verstehe ich die Frage überhaupt nicht, gell? Eine Unverschämtheit. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte am Berg verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Also erstmal klingt ja die Idee, 3 Monate auf einer Hütte, schon ziemlich geil. Gell? So eine einsame Hütte irgendwo in den Bergen, 3 Monate Selbstversorger. Klar, da ist schon überall genug deponiert, dass man es da auch aushält, ohne selbst jagen zu gehen. Aber wenn du mal überlegst, dass du 3 Monate quasi, wenn du sagst, du bist jetzt mitten in den Bergen und willst dann mal, keine Ahnung, für irgendeinen Lauf starten und hast quasi 3 Monate dieselben... Du bist 3 Monate, wo du nur das, kein Lauf, kein nichts. Dieselben, also nur dort. Dieselben Strecken. Also darf ich nicht laufen? Doch, du darfst laufen, aber auf keinen Rennen fahren. Ja, ja, klar, aber du bist ja dann, du wachst morgens auf in der Hütte und gehst laufen. So, und dann kommst du ja abends wieder zurück, weil du willst da ja schlafen. Also dein Aktionsradius ist ja ziemlich begrenzt. Ja. Also müsste es irgendwie so ein Mix werden aus Laufen. Und dann habe ich ja auch kein Strava wahrscheinlich, um dann irgendwie Segmente zu machen, um zu gucken, ob ich schneller nicht bin unbedingt. Oder sonst irgendwas. Siehst du? Ah. Also da müsste man noch bei dir arbeiten, was du dann machen würdest. Schwierig, schwierig. Also Antworten so waren schon Buch schreiben, nichts machen. Nee, also nichts machen geht gar nicht. Buch schreiben habe ich ja schon gemacht. Und auch das würde ich, glaube ich, keine 3 Monate am Stück. Nee, das war echt schon teilweise sehr viel Motivationsarbeit, die ich da an mir selbst leisten musste, um das halbe Buch da jetzt zu schreiben. Den Trailrunning-Roman. Ja, in der Tat ging mir sowas auch schon durch den Kopf, aber irgendwie fehlt mir da der rote Faden dafür. Ja, so eine Mischung aus Laufen und dann Faulenzen. Irgendwie, aber dann wird es halt doch irgendwann eintönig, wenn du 3 Monate immer nur dieselben Laufstrecke hast. Das sind nur 3 Monate. Hast. Ja, 3 Monate sind lang, das ist ein Vierteljahr. Das sind 12 Wochen. Was denkst du, was du dann für Warten bekommst? Wenn die noch größer werden. Das hat mir ja die Verkäuferin übrigens, wenn ich nochmal nachklappen darf, gesagt. Sie fragte mich ja dann so, weil ich sagte, ja, ich habe mit den Waden doch schon 1-2 Probleme. Dann sagte sie, ja, sie fahren Fahrrad. Ah, nee, laufen. Ah, okay. Aber dann laufen sie jetzt die nächsten 6 Monate nicht mehr. Aber ich, doch, das mache ich. Aber die werden nicht größer, habe ich ihr versprochen. Und dann beim Rausgehen am Schluss sagte sie auch noch, aber bitte versprechen Sie mir, nicht mehr größere Waden. Sage ich, nee. Passt schon. Also die größten Sorgen der Verkäuferin sind jetzt echt, dass die Waden nochmal größer werden und dann der Anzug nicht passt. Meine Variante kurze Hose ist übrigens abgeschmettert worden. Aber gut. Ich bin gespannt. Unflexibel. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Boah. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Gell? Sonnenaufgang früh aufstehen. Meistens noch kalt am Anfang, bis die Sonne dann mal da ist. Dann pornöser roter Himmel, dann wieder runterlaufen. Sonnenuntergang, nicht früh aufstehen, aber spät ins Bett. Ja? Später kalt, Anfang warm. Aber auch pornöser roter Himmel, in der anderen Richtung eben. Ja, ja, also ich finde beides geil. Festlegen kann ich nicht. Nö, geht nicht. Okay. Geht das? Also nicht festlegen. Ist das machbar? Nee. Doch, geht. Alles ist erlaubt. Dein Gadget, welches du immer mit am Berg hast, also was hast du immer mit die dabei? Uhr. Die Uhr. Ohne GPS-Uhr, ohne einen Hersteller zu nennen. Keine Schleichwerbung. Ganz offiziell, welche geht, hast du? Die MB3 okay. Peak. Auch keine Spartan, nein, MB3 Peak. Lang, okay. Kann alles das, was ich will. Wunderbar. Und ohne die Uhr geht gar nichts. Ich drehe sogar schon durch, teilweise spinnt sie ein bisschen, was den Höhenmesser angeht. Und wenn du dann irgendwo extreme Wetterwechsel oder sowas kommst oder du stehst am Start und es war vorher kalt und auf einmal wird es so warm am Start, weil die Läufer um dich rum so schwitzen, dann spinnt der Barometer manchmal. Da drehe ich durch. Da drehe ich durch, wenn ich sehe, dass der nicht stimmt und ich nicht auf der Höhe bin, auf der ich sein müsste. Geht nicht. Da drehe ich durch.
Da kriege ich Puls, kriege ich da. Und schon vor dem Start auf 200. Deine Top 3 Blogs oder Ressourcen, ja, im Internet oder Bücher für mehr Berge? Außer dein eigenes Buch natürlich. Puh. Also Bücher gehen auch für mehr Berge. Bücher, Blogs, Webseiten. Ich habe in meiner Blog-Road oder auch in meinem Newsreader ja so viel Blogs drin, die ich immer verfolge. Doch wird es schwer jetzt auf die Top 3. Ah, Bücher gehen auch. Ich habe auch schon viele Bücher gelesen. Ich kann ja ein bisschen lesen, kann ich ja. Machen wir es doch einfach so. Ich verlinke hier einfach auf deine Seite in die Blogroll. Das ist ja langweilig. Ich muss ja schon was sagen. Alle okay. Andere Leute haben ja auch was gesagt. Das ist richtig. Ich muss ja schon festlegen. Ich muss ja Entscheidungen treffen. Gell? Ein bisschen jetzt hier Initiative ergreifen. Entscheidung jetzt. Was hast du heute oder gestern gelesen? Heute noch gar nichts. Ich muss ja arbeiten. Gell? Also Arbeit, dann habe ich dich belästigt. Ja. Gestern, was habe ich gestern gelesen? In der Tat gar keine großen Bergblogs. Gell? Ich lese ja auch viel quasi, ich bin ja ursprünglich vom Bloggen, war ja am Anfang mein Blog war ja so ein Wanderblog und sollte so als Tourentagebuch vom Maximiliansweg und Kilimanjaro dienen. Und deswegen bin ich jetzt so ganz langsam in diese Laufszene reingerutscht und habe damit Ultra ist gut oder den Deichläufer oder Midlauf Crisis angefangen. Genau, so Trailrunning technisch dann beim Kopp Daniel aus Augsburg dann eingestiegen. Ja, aber wenn es jetzt darum geht, Berge, Blogs, dann Vitaminberge natürlich. Jawohl, ein Fleißbienchen im Aufgabenheft. Ja, Wusa on the Mountain. Christian und Sabrina, weil sie logischerweise auch um die Ecke sind und wir oft was oder versuchen relativ oft was zusammen zu unternehmen. Und ansonsten. Du erwischst mich auf den falschen Fuß. Wenn dir noch was einfällt, wo du sagst, das ist es, dann machen wir das. Es gibt echt so viel. Es gibt echt so viel. Also surft einfach mal durchs Internet und nehmt euch einen Newsreader und packt einfach mal ein paar Blogs rein. Das sortiert sich dann später sowieso schon raus. Nach dem Motto, das lese ich sowieso nicht mehr. Und das schon eher. Aber mittlerweile sind es ja auch gar nicht mal unbedingt die Blogs, sondern du folgst ja auch so vielen Leuten auf Strava oder auf Facebook, wo die Leute auch so einfach was reinschreiben. In einen einfachen Facebook-Post, da wird auf einmal so ein 2-Seiten-Bericht draus. Oder auch auf Strava, wenn die Leute dann noch was dazu schreiben und was sie da erlebt haben bei dem Lauf. Ja, es ist die Gesamtheit, glaube ich. Es ist schwer, sich da irgendwo zu fixieren und auf einen festzulegen. Es ist so das komplette Umfeld, die komplette Community, die da einen immer zu animiert und inspiriert. Okay. Was empfiehlst du gegen Bergwehr? Also stell dir das mal vor, du bist wieder zu Hause in Biebesheim. Kenn ich. Vielleicht auch für längere Zeit und vermisst deine Berge. Was machst du dagegen? Also eine Woche geht ganz gut, ohne irgendwas zu machen. Und danach werde ich grantig. Da merkt man es echt, wenn ich eine Woche lang nicht draußen war, keine Berge um mich herum hatte, dann werde ich ungenießbar, will ich nicht sagen. Und was machst du dann dagegen? Ich lese, ich versuche so ein bisschen quasi mir die Berge ranzulesen oder irgendwas. Fotos angucken? Fotos angucken. Ich gucke auf Webcams, wobei das dann meistens dann noch die Sache verschlechtert, wenn du siehst, oder die Situation verschlimmert, wenn du siehst, was du für ein Wetter zu Hause hast, gell, und wo du dann gerade quasi dich aufhältst. Auch ganz interessant ist am Wochenende dann dieses Panorama-Fernsehen auf Bayern 3 oder 3 Sat. Kann auch mal ganz beruhigend und entspannend sein. Ja, und ansonsten halt daran arbeiten, so schnell wie möglich wieder in die Berge zu kommen. Aber es wird echt, also die Leute merken an mir, an meiner Stimmung, wenn ich mal eine Woche lang nicht hier war, was los ist. Dann kommen schon die Fragen. Warst du nicht zu Hause? Nee, war schon lange. Ah, okay. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Ich will es mal drei teilen. Also aus dem Ausland, das noch Deutsch sprichst, sodass du dich nicht groß irgendwie auf eine Fremdsprache einstellen musst, nehmen wir die Wusas. Also Christian und Sabrina von Wusa on the Mountain, die übrigens quasi gleich über den übernächsten Gebirgskamm irgendwo im dunklen Österreich wohnen. Wenn wir sagen, wir nehmen irgendjemand aus Deutschland, dann wäre es cool, den Matthias Gra, quasi den besten Deutschen dieses Jahr beim UTMB. Und ansonsten, wenn du sagst, okay, Englisch läuft bei dir und da kannst du mal einen ranholen, dann such dir mal irgend so einen verrückten Ami da drüben. Entweder ein Läufer, also Gary Robbins oder
Sage Kennedy oder sowas. Okay. Oder Ethan Newberry, den Ginger Runner, der ja hier so blogmäßig und Weblog-mäßig und videomäßig ziemlich viel auf YouTube macht. Könnte man ja mal eine Show machen mit dem Ginger Runner. Genau, lass mich mal einladen von ihm hier. Ginger Runner live. Ja, genau. Wahrscheinlich verstehe ich ihn gar nicht. Das ist doch egal. Du musst einfach nur lachen, in die Kamera winken und sagen, awesome Trails und ein Bier trinken. Genau. Und schon bist du drin. Super. Wunderbar. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin in Bad Reichenhall, ich würde gerne mal einen Steve kennenlernen, mit ihm Dötzi oder Königsseeumrundung machen, wie können die Leute dich erreichen, wo können sie viel von dir lesen? Abdosetop.de, meine Internetseite. Dort gibt es auch die Links zu den ganzen Profilen, Facebook und so weiter. Ansonsten, wer Fragen hat, einfach eine E-Mail schreiben, abdosetop@gmx.de. Einfach anschreiben, wenn ihr wissen wollt, wie ist die Situation auf Berg XY, liegt da Schnee, brauche ich Schneeschuhe, brauche ich Krödel? Ich beantworte alle Fragen. Und die, die du nicht beantworten kannst, da gehst du mal schnell gucken. Genau, dann gucke ich mal schnell. Also gib mir einen Tag oder sowas und dann kriegt ihr auch eine Antwort drauf. Tourentipps, Empfehlungen, worauf muss ich achten, einfach Bescheid geben. Wunderbar, vielen Dank, Steve. Hat mir riesig Spaß gemacht. Danke dir, Robert. Wir gehen jetzt noch was essen. Was essen, genau. Und ja, bis irgendwann. Yeah, bis zum nächsten Mal. Ciao.